Von den Falcons. One of one, oder was? One of one! Mit Ansage! One of one! Siege ist gebrochen worden von uns. Und dann schauen wir mal in der Box die kleinere Box an. Warte. Da liegt dann das kleine Goldstück schon drin. Ja, da liegt das kleine Goldstück dann schon drin. Aber die Box ist geil, Alter. Optisch 1 plus. Schwer heißt schwer. Vom Style her, immaculate-like. Also mit den. Wir dürfen leider Hans Zimmer nicht anmachen, Jungs, das ist das Problem. Sonst hätten wir es natürlich gemacht. Dann machen wir abwechselnd die Karten, also dann legen wir immer die Karten drunter, dann pusht jeder immer eine. So, schau, das ist nur mal dann 11 verpackt, oder normal? Normalerweise müsste ein Tütchen drin sein. Da sind 10 Karten drin. 10 Karten sind drin. Okay. Gut! Also, dann helfen wir es ja zusammen, dann schieben wir nämlich immer die Karte gleich drunter, dass wir uns dann nicht selber spoilern. Bedeutet, warte kurz. National Treasures. Optik ist schon wieder völlig brutal mit den goldenen Linien. Warum Ding nicht so gut, nicht so gut? Wir haben zu 35, 26 zu 35, Digga. Hier sieht man die Optik. Jimmy Garoppolo. Ah, hier sieht man es geil mit der Goldlinienführung. Okay, not bad. Die ersten Karten will doch keiner. Die sind dann, wie gesagt, die zwei Base-Karten sind auch nur die, die dann zu demjenigen dazugelost wird, der wo am schlechtesten gepult hat, im Anführungsstrichen. 49ers. Sollen wir die gleich sleeven eigentlich bloß mal vorab? Ja, da ist was mal. Wir sleeven gleich mal, dass da mit der Karte nichts ist, wenn du die rum. Gib dir die Optik, Bruder. Bist du 25 oder was ist das für Nummer? 55. Zu 55, Bruder, die Optik. Tampa Bay Buccaneers Super Bowl. Leonard Fournette. 3 von 55. Ey, also dieses Black in Black. Boah, richtig schön auf den Punkt gebracht. Ja, geiler Rightback übrigens. Digga, mega big. Also ich weiß, dass es kein Rightback ist. Nice. Sehr guter Pull. Das ist big. Okay. Nice Karte. Sehr guter Spieler. Sieht man das hier? Das kann natürlich auch Schmutz sein. Ja, aber da ist so eine kleine Wave drin. Da ist, als wäre eine Schnecke drüber gelaufen. So, da haben wir mal ins nächste Kärtchen. Wer wäre Ansatz so? Und wir haben zu 99 Damien Harris von den Patriots. Zu 99, 90 zu 99 Damien Harris. Hier. Yeah. Naja. Ist okay. Aua. Ich glaube auch, dass er eher ganze fressen. Oh Baby, da würde ich direkt mit dem stolzen Besitzer in Kontakt treten. Schreibt der S-Benz, okay. Geile Karte, spiele okay. Aua, würde ich nehmen. Schwierig, aua, schwierig, nicht so top. Müll. Amin. Oha. Nummer 3. Name, National Tree. Und Framed Fabric. Framed Fabric. Cool. Zu 25. Dem Marcus Lawrence. Zu 25. Oh, ist da der falsche Lawrence? Gibt's Feedback zu Player Vern Used Material. Also hat er schon mal auf jeden Fall im Spiel getragen, ne? Nice. Die ist ganz okay. Ja, einer schreibt Bruch. Eine nice Patch. Am Ende, Angelo, ja, am Ende. Basic. Dachte Prescott. Zweimal pro Bowl, glaube ich. Stabil. Gut. Also ich sag mal so, Tendenz. Da scheiden sich die Geister. Tendenz, aber der Effekt auf der Karte ist saugeil. Mit diesem Holo. Sieht richtig cool aus mit dem Rainbow-Effekt. Also ich war bei Immaculate schon nervös. Aber das ist nun mal. Gut. Und du hast gesagt, alright. Hören wir gleich mal. Jetzt auch richtig zur Geltung kommt. Ist das. Das ist jetzt oben Hall of Fame, oder? Ja, ich habe ja keinen gesehen. Zu 10. Joe Montana! Last of 2000. Montana. Sick. Joe Montana, fuck das Big. Krank, GG, brutal, kann ich die. Okay, also. Junge, Big, ui, sehr geil, krass, Legende. Also der ist Big. Der ist schon mal Big. Joe Montana zu 10. Sind immer cool, ja, wegen dem PT, oder? Sehr nice, stark. Die ist stark, ultra krank. Montana Hammer. Rente. Boah, also Feedback aktuell. 700 Euro plus. Das Feedback aktuell ist sehr, sehr positiv. Also dann ist schon mal eine Karte, wo du weißt, okay, kein Bruch auf jeden Fall. Ja, ein Close Player One Used Material. Also der hat auf jeden Fall, der Spieler hat es getragen. Ja. Jetzt nicht unbedingt in einem Match oder so. Aber er hat es auf jeden Fall mal auf der Haut bzw. am Unterhemd gehabt. Montana Big Icon. Achso, also durchgehend sehr, sehr positives Feedback. Also ja, und da vorne hat der Chat schon gesagt. Wie viele Karten sind drin? Das stimmt. Die zwei, es ist eigentlich nicht eins und zwei, sondern die kehren separat, weil dann das ist eins, das ist zwei und das ist drei. Weil die sind ja die Zugabe-Dinger da, so jetzt mal. Hoffentlich werden wir. Ich, National Treasures, Rookie.
Ja, was ist das für ein geiler Patch? NFL-Patch? Und den Falcons? Ist One of One, oder was? One of One! Mit Ansage! One of One! Kylie Pitts und Pat Fryermuth NFL Gear Combo Materials. One of One! Nice! Let's go! Das ist Big GG. Holy shit! Fühlt sich auch so an. Alter, die Patches auf der Karte. Insane. The Angels Authentic Memory is not from any specific game event. Aber trotzdem, Freunde, es ist eine richtig geile Karte. Alter. One of One können wir einfach. One of One? Sind wir dabei. Also das mit dem doppelten NFL-Patch. Also jetzt mal optisch gesehen, also der die Karte in der Hand hat, ich schwöre euch eins, da wird es richtig feucht in der Hose. Egal ob männlich oder weiblich, es wird richtig feucht. Und alleine schon One of One wieder abgeliefert, würde ich jetzt mal sagen, das können wir. Also sehr, sehr schön. 3K plus OMG, ja wie gesagt, schwierig. Safe fünfstellig. Geiler Rookie. Glaube ich nicht, aber wie gesagt, ist ja im Endeffekt, ich würde gar keine Preisdinger sehen. Aber auf jeden Fall ca. 3,5K, ja ist egal, aber auf jeden Fall ist es eine Karte. Da schreibt einer, schreibt 100, der andere schreibt 1000, der andere schreibt 5000, der andere schreibt 400. Das ist eine One-of-One und deswegen, wie gesagt. Keine 1K, deswegen, aber einmal auf dem Planeten nur so vorhanden. Die Story alleine ist, glaube ich, mehr wert als alles, was drumherum ist. Okay, wir kommen zum nächsten Spot. The Redemption, also wo du eins schicken musst. Die wurde nie verkauft, schreibt einer. Also wo du einschicken musst, um dann natürlich das abzuholen. Also natürlich, jetzt geht er. 2001. Ja, das ist die Serie. Rookie Patch Autograph Midnight. Einer schreibt aber schon OMG Mega Lul. Ich weiß nicht, was mit der für eine Nummerierung hat. Vielleicht ist eine NFT-Karte. 187. Gab zu 20. Pat Fryermuth. Das ist der gleiche Player bei dir. Pat Fryermuth. Pat Fryermuth. Gehört das Ding aktuell auch keinen? Du musst das aufrubbeln, ja, richtig. Ja, du hast das in Dingen, ja. So. Wer kennt's am Autogramm? Wer kennt's am Autogramm, my friend? New England Patriots. Kann man es nicht hinbringen. Zu 5? Irving Fryer. Aber zu 5? Schon mal coole Nummerierung. Zu 5, Irving Fryer. Der erste schreibt schon Big mit 5i gefühlt. Action Jackson, wir verlassen uns mal auf dich, dass du jetzt quasi hier der Meinung, der Typ bist. Ist natürlich auch, ihr dürft es eigentlich vergessen. Matze schreibt, nehme ich. Soll man sagen, spielt der Eishockey? Alles klar, Digga. Alles klar. Midnight ist zu 20 oder less. Okay, sehr nice. Sehr nice. Also, theoretisch One of One möglich. Ich sag mal, das ist möglich. Ja, das ist nur was, ja, normal. Möglich, also quasi bis One of One bis zu 20. Okay, also. Wir starten mal in die nächste vorletzte Karte rein. Zu 99. Am Start. Dak Prescott, der ist gar nicht bad, oder? Prescott kennt man. Dak Prescott. Prescott ist stabil. Zu 99. Sehr cool. Nice. Dak ist big. Dak geht immer. Das ist eine witzige Story. Guter Mann. Dak sehr cool. Ist echt stabil. Big. Guter. Oder bei Cowboys, ja. Der Big, mega Big, stark der Junge, okay. Also Resonanz. Coole positiv. Karte, sehr schön, geht klar. Bestbezahlter Spieler der NFL, okay. Zumindest bringt er auf dem Bankkonto die Leistung. Ey. Warte mal, halt mal Start. Zumindest ist er am Bankkonto stabil. Prescott stabil. Wir haben noch eine Karte, also wie gesagt. Alright. Hast du geschaut, ob die Match schön ist? Engast, One Use Material and Autograph are guaranteed by Panini. Player genau. Burn. Also Player Burn. Er ist auf jeden Fall schon mal angeschwitzelt. Aber der Patch sieht cool aus. So, Vorbereitung. Und wir haben. Zu 93. Zu 93. Patrick Jones, der zweite, Minnesota Vikings. Patrick Jones zu 93. Linebacker. Also nicht so der heftige. Also wenn einer schon mal zum Pool sagt, der tut in den Knochen weh. Schwierige Aussage. Also dann würde ich erstmal sagen, fokussieren wir uns mal erstens mal auf die Themen, wo es dann die Beikarte gibt, welche zwei Karten das wären. Das wäre jetzt quasi mal der erste Move, den wir machen.